Alter, was geht ab, Leute, Junge? Es gibt Pizza. Kuss geht raus an Thomas. Der will unbedingt, dass wir die ganze Zeit Pizza probieren. Ihr wisst, ist nicht so mein Ding, aber heute auf entspannt. Einladung vom Big Boss. Denn ihm gehört auch Hans Kebab. Wir folgen uns ein bisschen. Er meinte, hey Bro, schau mal vorbei, auf entspannt. Deswegen gönnen wir uns heute mit ein paar Freunden Pizza. Heute ist Spritz Day, Leute. So. Oh. Künstlerisch hier. Das ist der Chef's Table, Leute. Kunst und so, Leute. Deswegen Studios. Und deswegen ist auch Marie am Start. Wir hatten zusammen Kunst-LK. Die wechseln immer irgendwie die Künstler. Und demnächst kommt irgendein NFT-Künstler hier rein. Ihr seht die Maria in Action, Leute. Ob das geile Shots werden, folgt ihr auf Instagram, um es herauszufinden. Kostet 12k, Leute. Direkt ausrauben und in Solana stecken. Die Mädels hören nicht auf, über Design und so zu reden. Die ist das. Ey, ich will bestellen und essen, Mann. Ja, was wir haben halt diese Starter, Appetizer. Bread and Butter, Burrata, Pickles, die Wagyu-Polpette, Salat. Und dann haben wir halt einmal die rote Pizza, also die Pizza mit Tomatensauce, normalerweise klassisch ist, und dann halt die weiße Pizza, die ohne Tomatensauce kommt, aber auch fancy belegt ist. Dann haben wir einmal die Specials, das ist einmal natürlich unsere Fried Pizza und die Holy Shit Pizza für 79 Euro, mit der wir überall in der Presse waren. Die müsst ihr auf jeden Fall heute probieren, da lade ich euch auch drauf ein. Auf jeden Fall. Wow. Klar, natürlich. Sehr gerne. Und dann haben wir natürlich die vegane Pizza, was nicht unbedingt sein muss, aber wir müssen es drauf nehmen. Ja, ich hab's auf Kamera, ja. Und dann haben wir unsere Flights. Und zwar, Flights ist ein Pairing zwischen einer Pizza und einem Cocktail. Und das ist auch einzigartig sowas, weil das bis jetzt natürlich auch noch niemand gemacht hat. Das heißt, wir haben einmal den Business Class Flight und den First Class Flight. Das heißt, du suchst dir eine Pizza aus und wir geben dir auf die Pizza den perfekten Drink dazu. Du kannst dir aussuchen, zum Beispiel, wenn du jetzt eine Bufalina nimmst, dann kriegst du zum Beispiel einen Drink, der ist Refreshing Fruity Sparkling. Wenn du eine Mushroom nimmst, dann ist die Umami Lastig, Spicy Sweet. Aber das also, ist dann schon so ein Pairing, was... vorgegeben. Also genau, das ist von uns vorgegeben, die Drinks. Die Drinks und Cocktails. Es sieht aus wie Wasser, durchsichtig, aber du trinkst die Tasse. So totale Aromen im Mund. Ne? Mal hier mit ganz speziellen Anchovies aus Portugal. Und es geht natürlich auf mich. Schöner Kaviar mit Burrata und ausgemachten Bread and Butter. Ne? Dass ich es mal schön probiert habe. Momento. Schneller! Der Platz wird nicht größer, ne? Schneller essen, damit das Zeug weg kann. Sieht gut aus. Das ist auch noch. Ja, wir haben ja noch nehmen können. Hier? Ja, aus München, weil ich muss nichts nehmen. Das kann man sich vorstellen, für Foto. Das ist ein Projekt, was unser Büro realisiert hat. Und dann mache ich die Fotos natürlich morgen. Okay. Und deswegen tätig. Das heißt, wir machen keine Einfamilienhäuser auf, aber sehr selten. Ah, okay, das heißt. Und wir realisieren eher so Kliniken. Aber bei den Kliniken nicht. Ist ja klar, da sollte ja die Funktion eher im Vordergrund stehen und nicht die Ästhetik. Okay. Das ist halt das Schade dran. Ja. So viel Soft, ich muss es mal pur probieren hier. Dann lieber so eine Klinik. Mhm. Salty. Es ist das Reich der Salz. Das Salz der Reichen, Leute. Und Chori. Und die Frage ist jetzt nochmal. Mit dem hier schmeckt es Die Anchovy. Ich bin ein neuer Anchovy-Fan, Leute. Anchovies, Baby. Ab jetzt werden Anchovies gehypt. Landschaftsarchitekt. Die Vorgaben werden halten. Und sogar, ich frage dann immer, wie viel Spielraum man dann wirklich hat. Ist das bei dir dann auch so ähnlich? Alles steht da auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Und das muss man dann auch
adäquat darauf hin viel lösen, aber meistens sind es ja so die Firmen, keine die Angst, wir dann ich zerstöre das hier. Beim Laborbau, es gibt viele Labore, die wir selbst geplant haben, aber die eigentliche Ausführung bekommen dann so extra. Guten Appetit! Fast, danke. Boah, der hat das Stück aber nicht so. Ja, richtig, ist aber nicht. Ja, jeder einzahlt. Pizza Hawaii. Auf. Ja. Super Saiyan 2 Level. Pizza Hawaii ist mit Yuzu. Nee, alles gut. Beim nächsten Bissen würde ich es dann filmen. Ja, ich habe schon ein paar Flecken, ja. Ich habe schon ein paar Flecken. Ich passe auf meine Tasche. Ah, da ist er. Ich würde es gerne. Meine? Ja, wenn es okay ist. Das ist das einzige Gute, wenn man mit dem Weg. Oh, weil teilweise, oh mein Gott, wenn du alleine bist, dann wie soll ich das tun? Also bei meinen Fotos, meine Architektur braucht auch immer einen Maßstab. Deswegen, vielleicht jetzt so harte Kritik an den letzten. Was ist das da drauf, Honig? Öso-Honig. Einmal gepickelt und einmal als Honig. Ich möchte auch mit auf Video. Hey, wir will noch mal. Du machst jetzt auch Pizza. Pizza, Pizza. Den Döner des Monats gab es auch mal. Also mit Ananas und Yuzu Honig. Was ich? Was? Wolltest du was sagen? Die Biene ist noch fast in die Fahrt. Hartung geschafft. Deswegen, am Ende hat so einen Ballenstoff, den Hermes nicht haben wollte, hat die Mülltonne bei Pariser Überstraße eingefallen. Er hat es gefunden. Er hat es mal richtig übertrieben. Smooth. Auch geil. Von den 18 verschiedenen Zutaten. Und da tut man oben drauf ein Parmesanchen, etwas Yuzu-Perlen und das ist so dieses totale Umami-Geschmack. Du hast diese Cremigkeit, du hast diese Spatzigkeit, wenn du das trinkst, aus wie ein Glas Wasser, total hell, aber es wird komplett im Rotationsverdampfer einmal durchdestilliert und daher wird es richtig klar. Und die Basis darauf hin, was für ein Alkohol ist, sagen wir euch nachher. Ich will mal gucken, wie das rausschmeckt. Und wenn ihr das hochhebt, dann seht ihr auch, dass wir in das Glas unser Logo eingeplant haben. Das darf ich nicht genau sagen, sonst müsste ich mich entweder anstellen oder umsperren. Das ist glaube ich nicht. Cheese-Pizza. Die riecht schon krass, Mann. Schon magst du dir empfehlen? Im Eis ist das Logo, Leute. Wollt ihr noch fotografieren? Ich brauche nichts mehr. Willst du fotografieren? Ich weiß noch nicht, ob ich das... Ist irgendwas mit Milch, Digga? Gleich. Hat er gesagt. Willst du es einfach... Oh mein Gott. Super cool. Der ist super lecker. Ich hab dich vertragt, das. Der ist mega lecker. Der taugt mir auf jeden Fall mehr. Der andere war zu soßig, Mann. Der hat zu viel getropft. Hier ist alles schön clean. Der Teig sieht auch geil aus. Ah, der ist hier so gelb. Alter. Aus dem Schnapperland. Schenk dir einen. Wie ist das denn passiert? Macht Sinn, weil man trinkt ja Milch, um Schärfe zu neutralisieren. Und das ist ja anscheinend Milch. Aber der schmeckt krank. Was ist das da oben? Also hier kann ich sagen, der Teig ist krass. Warte, wir haben den Lust nicht, oder? Eine Seltenheit, aber eine Pizza, die mir sehr gut schmeckt.
Also nicht nur ist okay, sondern oh. Hier sind Leute. Details. Details. Apropos Details. Die hier sind super fruchtig. Good quality hier. Fototime, Leute. Der Star. Der Star. Die Wagyu-Pizza. So behind the scenes, Leute. Aber je. Offene Küche. Ich glaube, das ist unsere hier. Are you back? You are in my shop. Oh, sorry. Oh. Ah, ich sehe. Einmal kurz vorbacken und dann kommt Belag drauf und dann nochmal. Ah. Oh, wird die jetzt belegt? Oh. Miyazaki A5 Spezial, das ist ein Sellerie. Sieht aus wie ein Tüpfel, oh. Ist aber ein Jahr lang fermentierter Sellerie. Auf so große Qualle. Oh, what the so fuck? Klein, und ein totaler Umami-Geschmack. Das wird einfach oben drüber gehobelt. Okay, krass. Die Zusammensetzung und das, was ich dachte, ist, ne, da geht es nicht wirklich um Aussehen und so cool aussehen und so. Sondern der Storico-Käse zum Beispiel, der drunter ist, ein ganz spezieller Käse, den kriegt man eigentlich in Deutschland fast gar nicht. Vito Storico. Dann natürlich das bisschen Kraut hier oben drauf, das Miyazaki-Beef, dann der Kaviar, die Sellerie-Creme, die unten die Basis ist, anstatt Tomatensauce. Ne? Das alles gibt halt die totale Harmonie. Ihr könnt es auf zwei Arten essen, entweder ihr esst schön so mit Messer und Gabel oder ihr macht like Him-Style, einmal umklappen und dann. Yes. Ich glaube, da kommt so ein richtig eigentlich das Leben raus. Ich glaube, da macht es auch ein bisschen Spaß. Aber ab Team. Gut habt ihr schon gemacht. Okay? Danke, danke, danke. Also, danke. A5 Wagyu, Leute. Und für weil er den ersten Wagyu-Döner gegessen hat, zwei Portionen Kaviar drauf. Das nennt man Connection. Ich sag, die Chili Cheese hat mir besser geschmeckt. Ich mag diese Creme nicht, aber Fleisch ist geil. Also das muss ich sagen, das ist mein Gourmet-Döner. Da ist Gourmet-Döner, das ist schon Gourmet-Pizza. Das ist eine Gourmet-Pizza. Wegen dieser Creme. Mhm. Das wertet eine Pizza voll auf. Das Fleisch nicht, wenn ich so mag. Ja, die Creme ist zu stark. Das ist relativ mild, nichts irgendwie was aus der Reihe, dann nichts was irgendwie zu dominant ist. Ja. Doch Leute, die Creme ist zu dominant. Ich hätte am liebsten nur Pizzateig und Fleisch. Das Fleisch, A5 Miyazaki Wagyu from Japan. Und es geht einfach unter der Creme. Bisschen wie so ein Hummus. Ja, auch so, genau, von der so Dicke her und von der Fülle. Ja, sehr interessant. Ich glaube, wenn wir jetzt Smoothie gehabt hätten. Hm. Hättest du dich nicht überzeugt, der Lange? Doch. Ach so. Aber er hat nur gesagt,
ich weiß nicht, ob ich die nochmal bestelle, also ohne den Preistag jetzt, ne? Wenn du jetzt nur die... Rein Geschmack, Chili Cheese. Würdest du die nochmal essen? Ich weiß ja meistens mit Schinken oder Hinterschinken. Und das fand ich hier irgendwie ekelhaft tatsächlich mit dem. Ja, guck mal. Mhm. Aber super geil. Das war sehr gutes Fleisch. Und Yuzu. Die würde ich nicht nochmal bestellen. Also den Wagyu-Döner, den habe ich jetzt schon fast 10 Mal gegessen. Also auch privat ohne Kamera einfach, weil ich Bock drauf hatte. Aber die würde ich so. Du hast nicht nochmal essen. Wie viel kostet der Wagyu-Döner? 35. Was geht? Doch mal für die Kamera faken. Pizza testen. Pizza. Gerade eben habe ich noch gesagt, ich würde mal hier gerne essen, weil ich denke, hier. Mein Gott, hättest du es gesagt. Heute geht einiges aufs Haus. Man ist aber nicht dort, wo man wohnt, das ist das Problem. Ja. Okay, aber sag mal, wie es ausschaut, weil dann kann ich vielleicht mal ausprobieren. Na gut, wie läuft Kanal? Läuft schon, wird schon immer mehr und mehr. Ich sehe ab und zu, Algorithmus schlägt ein. Ja, ab und zu, Mann, aber es könnte mehr sein, Mann. Ich hoffe, der Algorithmus kommt mal wieder zurück, Mann. Ein Schritt gestuft oder so. Okay. Dann gehen wir mal wieder was essen. Die Zuschauer warten. Boah, gute Frage, Mann, gute Frage. Ein Espresso Martini, Leute. Meine Meinung zu Espresso Martinis ist, die sind overhyped. Oh, das ist echt gut. Der ist echt sehr gut. Ich hatte schon einige. Die Drinks sind sehr empfehlenswert, ja? Oder? Chin. Gesagt, ihr müsst es pressen. For the gram. Ich mache es schon, Leute. Mache es schon. Satsu-Film. Lass noch ein bisschen abkühlen, Leute. Dann können wir es schön in die Hand nehmen, quetschen, alles tief runter. Geiler Pizzateig mit Nüssen, keine Nüsse. Sie verändern aber den Teig schon. Ja. Der ist viel dünner und viel knuspriger. Aber der Pizza Hawaii war der am weichsten. Das ist eine Bombe. Aber das ist ja noch gefallen. Das ist aber schon krass. Der ist mächtig, ja. Manchmal ist diese Pistazien oder Pistaziencreme viel zu krass. Ich bin auch nicht. Voll, Leute. Ich bin nicht so eine Naschkatze. Lieber Fleisch. Kennst du das? Das ist so ein Cheat Day. Speise, Leute. Gibt es dann das gesamte Video auf YouTube, wo du im Schneckencamp oder eine Pizza runterwirfst? Ich habe nur den letzten Bissen gefilmt. Den Struggle haben die Leute gar nicht gesehen. Die denken, ich wäre ein krasser Esser, aber der Schein muss gefügt werden, wer ist es? Die dürfen nicht hinter den Vorhang schauen. Gastauftritt, Nico Away, the famous Travel Blogger. Damit hat keiner gerechnet, inklusive mir. Kuss geht raus an Pizza Studios. Interessant, lecker, aber auch vor allem interessant, kulinarisch. Das sind Zutaten, die kriegt man nicht jeden Tag so serviert. War ein sehr schönes Erlebnis. Und die Drinks. Allein für die Drinks würde ich wiederkommen. Ja, die überteure Pizza muss nicht sein, aber die Philly Cheese, boah, die war geil.
Die mit dem Drink? Mein Gott, der Drink, Mann. Chi. Sehr schönes Erlebnis. Man sieht sich Anfang nächsten Monat bei Hans Kebab wieder. Das sind ja dieselben Besitzer. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Check die Videos auf. Wir gehen auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zeug-Kanal, der Mine. Serious Business und ciao.